In einem bunten, blühenden Garten, wo Blumen in allen Farben des Regenbogens wuchsen und die Luft vom süßen Duft des Nektars erfüllt war, lebte ein kleiner, lebhafter Schmetterling namens Fabio. Fabio liebte es, über die Wiesen zu flattern, von Blume zu tanzen und die Welt um sich herum zu erkunden. Eines Tages, als die Sonne hoch am Himmel stand und die Welt in hellem Licht erstrahlte, entdeckte Fabio etwas Ungewöhnliches. Es war eine funkelnde Kugel, die im Gras versteckt lag und im Sonnenlicht glitzerte. Neugierig und aufgeregt flog Fabio näher heran, um sie zu untersuchen. Kaum hatte er die Kugel berührt, öffnete sie sich wie eine Blüte und enthüllte einen schimmernden Pfad, der in die Tiefe führte. Getrieben von seiner Abenteuerlust und dem Wunsch, Neues zu entdecken, folgte Fabio dem Pfad. Er fand sich in einer Welt wieder, die er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Diese neue Welt war erfüllt von magischem Licht und lebendigen Farben. Überall um ihn herum waren Drachenwesen, die in den verschiedensten Farben leuchteten und sanft durch die Luft glitten. Sie hatten freundliche Augen und flatterten mit ihren schillernden Flügeln durch die Luft, ähnlich wie Fabio. Fabio wurde von einem der Drachenwesen begrüßt, einem kleinen Drachen namens Lyra. Lyra hatte schimmernde, blaue Schuppen und ein warmes, einladendes Lächeln. »Willkommen in unserer Welt, kleiner Schmetterling«, sagte Lyra. »Ich bin Lyra und dies ist das Land der Drachenwesen.« Fabio war überwältigt von der Schönheit und der friedlichen Atmosphäre dieser Welt. Lyra führte ihn durch üppige Wälder, in denen die Bäume in leuchtenden Farben schimmerten und die Blätter sanfte Melodien spielten. Sie flogen über kristallklare Seen, deren Wasser in allen Farben des Regenbogens glitzerte, und durchquerten Wolken aus funkelndem Staub, der in der Luft tanzte. Lyra erzählte Fabio, dass die Drachenwesen Hüter der Natur und Bewahrer des Gleichgewichts waren. Sie lebten in Harmonie mit ihrer Umgebung und nutzten ihre magischen Kräfte, um die Schönheit und das Wohl ihrer Welt zu erhalten. Fabio war fasziniert von den Geschichten und der Weisheit der Drachenwesen. Während Fabio die Welt der Drachenwesen erkundete, lernte er viele ihrer Bewohner kennen. Jeder Drache verfügte über eine individuelle, zauberhafte Gabe und war tief mit der Natur verbunden. Sie brachten Fabio bei, wie essentiell Harmonie und Achtung für die Umgebung sind. Dabei verdeutlichten sie ihm, dass jedes Lebewesen, ob groß oder klein, eine entscheidende Rolle für das natürliche Gleichgewicht spielt. Als die Sonne sich dem Horizont näherte und es Zeit wurde, Abschied zu nehmen, fühlte sich Fabio bereichert und inspiriert. Lyra schenkte Fabio zum Abschied einen kleinen, leuchtenden Kristall. »Dieser Kristall ist ein Symbol unserer Freundschaft und unserer verbundenen Welten«, sagte sie. »Er wird dich immer an die Zeit hier erinnern und dir den Weg zurück zeigen, wenn du uns wieder besuchen möchtest.« Mit einem Herzen voller neuer Erinnerungen und einem Geist voller neuer Ideen kehrte Fabio durch die funkelnde Kugel in seine Welt zurück. Er war nun nicht mehr nur ein kleiner Schmetterling, sondern ein Botschafter zweier Welten. Er war bereit, die Geschichten und die Weisheit der Drachenwesen mit allen zu teilen. Fabio erzählte seinen Freunden im Garten von seinen Abenteuern und lehrte sie die Bedeutung von Harmonie und Respekt vor der Natur. Er wusste, dass er eines Tages zurückkehren würde, um seine Freunde in der Drachenwelt wiederzusehen. Doch bis dahin würde er die Erinnerungen an das Wunderland der Drachen in seinem Herzen bewahren.